TV Straßensound. Also jedes Mal, wenn ich Stress habe, heute hau ich mir selber eine rein und sage, Mann! Ich hab das echt vor. Steiger, behass dich! Lass ihn leben. Genau, der arme Kollege, der sich wahrscheinlich die ganze Zeit sitzt, der zu Hause auf seiner Couch und grämt sich und ist traurig, dass ich ihn da so schlecht behandelt habe. Garantiert. KMN-Gang, der Kokainer. Ey, KMN-Gang hat mir mein Partner Daud gezeigt. Ja, ich feier dir so krass auf für die Familie. Deal und Spiele für die Familie. Also Savasch hauptsächlich hat mir das erzählt, wie er da in L.A. war, in diesem Good Life Café und dass es da diese Underground-MCs gibt, in der Pädophilie und Rassismus verboten ist, dann würde ich sagen, naja, Gewalt auch natürlich. Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder. Kommt drauf an, was für Frauen? Hey, sag mal, bist du bescheuert? Ey, Steiger, wir hatten mal ein gemeinsames Groupie. Die hat gesagt, das muss ich mal fragen. Deiner so. Hat sich ja Agro gegründet und jeder gute Gründungsmythos braucht einen Feind und wir waren dann der Feind von Agro. Jojo, hier ist Boogie Dirtson Keeper am schönsten Ort der Welt, am Kameradenweg auf meiner berühmten Couch mit dem Homie Markus Steiger. Steiger, cool, dass du am Start bist. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, machen wir das Shake und so? Das Shake, das Shake. Dirtson Keeper Zeichen. Cool, erstmal brauche ich Feuer. Ohne Feuer geht hier gar nichts. Danke, Dirtson. Steiger, mir fallen Millionen Geschichten ein. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt 97, ist das richtig? Das müsste 97 im Royal Bunker gewesen sein, ja. 97, du warst frisch nach Berlin gezogen, ne? Nee, da war ich schon 5 Jahre da. 5 Jahre. Ja. Du warst eigentlich ein Manager, kann man immer sagen, ne? Naja. Also immer 100%iger Hip-Hop-Aktivist, immer an vorderster Front. Genau, Aktivist. Ich würde sagen, ich war Hip-Hop-Aktivist. Mhm. Ja, weil ich war ja kein Manager, auch Royal Bunker war ja jetzt kein Management-Projekt, sondern es war ja irgendwie so, Leute haben mir erzählt, ey, wir waren da im Good Life Café, also Savasch hauptsächlich hat mir das erzählt, wie er da in L.A. war, in diesem Good Life Café und dass es da diese Underground-MCs gibt aus der Bay Area und dass die da Tapes veröffentlichen und so. Und dann habe ich gesagt, sowas müssen wir hier auch machen. Und dann habe ich irgendeinen Typen kennengelernt, der hatte ein Musikcafé. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir das dort. Ein farbiger Arzt, war ein ganz schwarzer, oder? Der Typ, den ich kennengelernt habe, das war irgendwie so ein Reggae-DJ. Und die haben da eine Veranstaltung gemacht in diesem Royal Bunker. Und Jimmy, dem der Royal Bunker gehört hat, das war ein Nigerianer und der hat ja diese ehemalige Dealer-Kneipe übernommen und deshalb haben die Dealer da ja auch irgendwie so Buttersäure-Attentat gemacht und deshalb, genau, die waren sauer, dass da jetzt nicht mehr gedealt werden durfte. Gott sei Dank, heute fliegen Granaten bei sowas, wa? Auf jeden Fall, aber Stinkbombe war schon auch ätzend, auf jeden Fall. Weißt du noch, wo wir da so diese Räucherstäbchen aufgestellt haben und so weiter, weil das so krass gestunken hat, das war so eklig. Hey, heute ist ein Puff drin. Du hieß damals Tiger, oder? Steiger, also Tiger, oder so, war der AKA. Ja, ich habe mich Terror-Tiger genannt. Genau, Terror-Tiger. Savas hieß Jackson? Jax hieß der. Jax, genau, war sein Writer-Name. Ja. Wie hast du Savas kennengelernt? Gab es da schon West-Berlin Maskulin? Naja, West-Berlin. MOR war es, ne? Naja, MOR gab es auf jeden Fall, ja. So Funkfüchse gab es und es gab diesen diesen Zusammenschluss gab es auf jeden Fall. Na, die waren im Hip-Hop. Haus in Steglitz, da in der Schildhornstraße. Stimmt, das war ein Workshop, war? Zu da in der Nähe, wo der PX war. Genau, in der Nähe von dem PX gab es ein spezielles Jugendhaus, das einfach so quasi, in dem man aufnehmen konnte, in dem Rap-Workshops gegeben wurden, in dem Leute dann Sprüh-Workshops gegeben haben und so. MK war auch da und so, ne? Genau. Genau. Und hau mal ein paar Namen raus. Na, MK, Fuad war dort. Stimmt, Fuad. Es war Eugene von Glorious Five Artists war da, GFA, der heute bei der Polizei arbeitet anscheinend. Unfassbar. Aber der hat damals schon Rechtsberatung gegeben, das fand ich irgendwie so krass. So, der ist ein Schläfer. Ja, wahrscheinlich staatlicher Schläfer. Ja. So ja, im Bundestag macht da ein Fettcap-Tech dagegen und outet das. Oder so rum, ja. Das wär natürlich auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob... Und da war der Workshop, das war 98 dann geschätzt, ja, oder? Das waren keine ja, da gab es immer wieder Workshops, da gab es jede Menge Workshops und so, jeden Tag. Und Savasch hat ja dort auch so LMS aufgenommen und schwule Rapper. Die Schallplatte hier noch. Ja,
Siehst du, und der hat das dort aufgenommen und dann wurde es kommerziell benutzt. Und im Endeffekt, ganz viele Jugendliche haben da immer das Equipment geklaut und das hat ein Jahr lang bestanden, dieses Hip-Hop-Haus da. Alte Berliner Problem, ja. Den kleptomanisch veranlagten Atzen. Ja, und sich die eigene Grundlage immer kaputt klauen. Ja, wie schlau halt, ja, oder? Wie schlau. Berliner kannst du zweimal mitnehmen, vorstellen, entschuldigen, wa? Ja. Ja. Da sind so viele Namen, die ich mit dir verbinde. Auch KIZ sind mir das erste Mal durch dich irgendwie auf den Schirm gekommen. Naja, die waren ja dann auch quasi der letzte große Act, den Royal Bunker dann rausgebracht hat. Genau. Sekte, hattest du auch die Finger drin, oder? Ne, Sekte waren die ersten Tapes, die rausgekommen sind, kamen ja bei damals Mikrokosmos und dann... Mikrokosmos, genau. Dann, also das war ja das erste Label, das wir da so gegründet hatten. Vor Bunker noch, ne? Royal Bunker. Genau. Der Mikrokosmos war mit MK1, mit Reef, mit Hülse. Smexa, oder? Nee, Smexa war nicht dabei. Ich halte dann nur die Fresse, das ist nicht ganz meine Ecke. Ich dachte, warte mal, ich erzähle mal. Also wer alles dabei war, es war Hülse, Reef, MK1, Savage und ich, wir haben Mikrokosmos gegründet. Dann hat sich aber rausgestellt, irgendwie so, alle hatten keinen Bock, das wirklich so durchzuziehen, so als Label, sondern nur ich und MK1. Und dann haben MK1 und ich uns aber dann auch getrennt und ich habe dann Royal Bunker draus gemacht. Die ersten Tapes auch, wa? Die ersten Sekte-Tapes, das Vitae-Tape und meines Erachtens auch das... Royal TS. Royal TS, genau. Das Royal TS-Tape, das Vitae-Tape, glaube ich, kam nicht bei uns raus, ne? Vitae sein Tape hieß das, glaube ich, das kam aber nicht bei uns raus, glaube ich. Wir hatten Royal TS und die Sekte, Synthflows. Stimmt. Ja. Mit Sido hast du eine Diskrepanz gehabt irgendwann, war? Hatte ich auf dem Schirm. Oder er war unzufrieden oder ihr habt euch getrennt wieder, wa? Nee, klar, er hat sich, wir haben uns dann getrennt und die wollten dann irgendwie dieses Back-in-Business-Tape, wollten sie dann ohne Royal Bunker machen. Das haben sie mir aber vorher nicht gesagt. Dann haben wir uns da irgendwie so ein bisschen gestritten. Dann hieß es, nee, wir machen es doch wieder zusammen. Und dann hatte ich aber auch irgendwie, das Gefühl war nicht mehr da und dann... Haben wir dann beschlossen, dass wir uns dann trennen und getrennte Wege gehen. Und dann war das aber so, dann hat sich ja Agro gegründet und jeder gute Gründungsmythos braucht einen Feind. Und wir waren dann der Feind von Agro, auf den sie so quasi sich auch so ein bisschen eingeschossen hatten. Und dann gab es so ein paar Diskrepanzen, weil auch so ein paar Unehrlichkeiten, aber das war lange her. Schwamm drüber. Och, ja, du, ey, Freundschaft, Liebe. Heute kann man sich ja gegenüber sitzen oder im selben Flieger sitzen und sich nett umarmen. Das stimmt. Ja. So geht's mir auch. So. Mit dem Alter kommt die Reife, wa? Naja, ich würde ja eher sagen, das ist halt so, man kommt aus der gleichen Zeit im Endeffekt. Ja, man hat das ja auch alles irgendwie so ein bisschen aufgebaut. Ich meine, guck mal, Frauenarzt war damals sehr sauer auf uns, weil wir den ersten Chart-Erfolg haben und der Vorwurf war, ihr macht Sellout. Aber war es nicht so? Ich habe auf meinem neuen Album auch eine Line, die ist kein bisschen gegen dich. Nach dem Auftritt im Bunker ist jeder sauer auf Steiger, weil alle waren auch schlecht auf dich zu sprechen. War es nicht das, dass Arzt und so und wir alle rausgeschnitten wurden bei diesem MTV-Ding? War deswegen nicht Arzt sauer? Die Punchline ging auch so, denkst du, ich ändere meinen Style für MTV, ich scheiße auf die und der ist recht auf dich? Also, so ungefähr. Aber das war ja nicht unser... Also das war nicht mein Fehler. Also wenn MTV da irgendwas rausgeschnitten hat, dann war es ja nicht mein Fehler. Dann habe ich ja nicht drauf bestanden. Es ist auch so lange her. Arzt, ist übelst gut mit dir. Lass uns gar nicht die alten Kamellen wieder aufrufen. Eben. Und jetzt mittlerweile, ich meine, die Atzen und alles und so, das ist ja tausendmal erfolgreicher geworden als MOR auf Platz 65 damals, 1902. Aber ich glaube auch, wir waren krass. Ich bin ja auch aus den Kämpfen vom Arzt und es war halt irgendwie, Klassenfeind darf man nicht sagen, aber es waren schon so, vielleicht so, die Charaktere so verschieden, dass es klar war, dass am Anfang Reibung gab, weil entweder war es das oder das so, ich glaube, oder weißt du, was ich meine?
Naja, aber wir hatten ja viele Sachen auch zusammen gemacht. Ich meine, im Endeffekt hat der Arzt, wir haben ja das im Royal Bunker dann irgendwie so wöchentlich getauscht und er hat eine Veranstaltung gemacht und ich habe dann die Veranstaltung gemacht und so. Und insofern, ja, und dann kam ja noch dieses, ja, der ist aus Stuttgart und macht jetzt hier irgendwie Welle und dann habe ich ja auch gesagt, so, ich bin mit Absicht hergezogen, du durch Zufall hier geboren. Und jetzt frag dich mal, was ist die größere Liebe zu Berlin? Dass man mit Absicht herzieht oder durch Zufall hier geboren ist. Also ich würde sagen, Gleichstand, weil die so Arzt hat so Arzt und ich sind immer eine Wellenlänge. Arzt und ich sind Berlin, am da oben ist ja die Berlin-Fahne. Naja. Ja, aber was ist Heimatliebe? Was ist Heimatliebe? Heimatliebe ist die Liebe zu etwas, was du gar nicht verhindern kannst. Ja, du bist ja irgendwo geboren. Wir warten, wenn ja, am einen Tag. Ist doch viel besser, wenn man sich die Heimat aussucht. Und sagt, hey, guck mal, ich kann mir das aussuchen und das aussuchen, dann entscheide ich mich für das. Aber ich weiß, Steiger, wir waren immer eigentlich gut, aber so oft bei mir hat es mich zum Anstoß gemacht, deine Sprüche, da merkt man, du bist im anderen Kindergarten gewesen als wir. Ich sag immer über Steiger hat die super, super Kern, aber seine Schale ist manchmal grausam. Und manchmal hatte ich so gedacht, das war so, naja, du hast schon manchmal Sprüche mir gegengebracht, Steiger. Da musste ich mich immer gut besinnen an meine Frieden. Du hast ja auf jeden Fall gegen den Kopf geschlagen mit der Faust. Das hat mich auf jeden Fall hart beeindruckt. Kannst du dich da noch der... Nein, ich habe dich geschlagen? Nein, du hast dich selber geschlagen, weil du so sauer warst. Irgendwie so, das war... Wegen was denn? Das war vor der Köpi. Ja, da hat ihr im Keller und irgendwie bin ich da hingekommen und dann hast du mich da zur Seite genommen und hast gemeint, ja, das geht überhaupt nicht, dass du da jetzt kommst und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz verstanden und dann warst du aber irgendwie so auf Aggro, dass du dir selber immer Bomben gegeben hast und ich so, Damals hatte ich meinen Test noch nicht. Ich hatte meinen Test noch gar nicht so im Griff. Das mache ich übrigens immer. Nee, einmal meintest du, ich ziehe immer ein Meterlein Koks. Sag, hast du vor den ganzen Mädels gesagt, na, Bugi, ziehst du ein Meterlein Koks? Ja. Mitten so vor allen Leuten. Es war mir unangenehm. Die Ladies, war, aber das Koks selber. Ja, mag ja nicht zu so tun. Natürlich nicht zu so tun. Steiger, vor uns war immer eine Liebe. Immer eine Liebe, Steiger. Das weißt du. Aber das ist ein wahnsinnig guter Trick. Also jedes Mal, wenn ich Stress habe, heute hau ich mir selber eine rein und sage: Mann! Ich hab das echt vor. Steiger, beherrsch dich! Und dann sind immer alle sehr beeindruckt und gehen erstmal einen Schritt weg. Und dann habe ich meine Ruhe. Nee, ich hatte echt damit, jetzt mal ernst, Steiger, ich hatte echt damit Probleme. Auch immer hier die Wand, die wurde tausendmal gemacht, bin oft dann aufgewacht schon. Kenn ich. Kennst du ja selber. Und wie viele Festplatten ich geschrottet habe. Oh, Digga, ich mein Computer. Oh. Ey, die schlimmste Geschichte, als ich den neu hatte. Ey, hör mal zu, Steiger, die muss ich dir erzählen, ja? Ja. Ich gehe auf Google, gebe irgendwas ein, ich schätze jetzt Fisten oder so, irgendwas Perverses, wir checken das gerade ab, also ich check das gerade, bin alleine. Ich bin alleine, ja, aber ich kenne mich noch gar nicht aus, Steiger. Komm auf eine Pornoseite, auf einmal gehen da richtige Hurensohn-Sachen auf, ohne Witz. Und ich krieg das nicht mehr geschlossen, so mit Kindern und Tieren, ohne Scheiß. Hat ein paar Mal gedauert, dann war ich auf so einer Seite, es ging nicht runter, habe ich mit der Baseballkeule den ganzen Computer zerhauen. Wirklich? Komplett, weil ich so sauer war. Das kann ich verstehen. Also wenn technische Dinge nicht das tun, was ich möchte, dann werde ich auf jeden Fall auch, also da muss ich mich echt krass beherrschen. Ich finde auch, das ist immer das Einzige, wo ich richtig sauer werde. Und die überholen es auch immer mit Absicht, dass sie wieder Geld machen und wieder was Neues, aber irgendwie, ich bin da gerade mal mit Windows XP gut oder so aus den 90er noch. Stabiles Soundsystem, ja. Also stabiles System auf jeden Fall. Bist du gut mit Computern so, ehrlich? Nee, XP forever. Und XP Windows, forever. Windows 2000 auf jeden Fall. Dreh ich mal um, Steiger, was ist da anders? Ja, finde ich gut. Ich mag das gerne. Ich weiß, Steiger, wir haben auch nicht nur eine riesige Leidenschaft beide zu Berlin, wo man jetzt streiten kann, bei wem sie mehr existiert. Nein, möchte jetzt nicht darauf eingehen, das war Spaß. Wir haben eine riesen Leidenschaft für Hip-Hop. Dafür respektiere und liebe ich dich so, weil du liebst Hip-Hop auch so verdammt doll, denke ich mir, weiß ich. Ja, aber wir haben auch eine andere Leidenschaft. Wir lieben Kampfsport. Ja. Weißt du noch? Von was war da eigentlich? Wir sollten nochmal gegeneinander boxen. Ja. Dann war doch meine Schulter kaputt, anderthalb Jahre. Unfassbar. Ja. Wer hat das eigentlich angezettelt? Hast du gestichelt? Oder? Ich glaube, wir haben uns so provozieren lassen, wie Idioten. Ja, irgendeiner hat das so gemacht. Hat irgendjemand Geld auf uns gewettet. Ich wette, Halli war es von Angro. Irgendwie so. Irgendein Geschäft immer hat wahrscheinlich die Kämpfe schon vorher verkauft gehabt, bevor wir uns entschieden haben. Und wir natürlich so. Weißt du, das ist immer das Interessante. Aber es war sportlich, auf einer sportlichen Ebene. Es wäre auf jeden Fall sportlich gewesen. Und ich hätte aber überhaupt nie Sorge gehabt, dass das irgendwie unfair wird oder so. Auf jeden Fall. Aber
Ich glaube, wahrscheinlich sind wir ähnliche Typen, die jedes Mal, wenn jemand sagt, hey, du bist doch zu feige, das zu machen, was bin ich zu feige? Ja. Natürlich gehe ich hin. Weißt du noch, wie wir uns aufgestachelt haben auf der Splash, wo ich unten Bon geraucht habe, an deinem Lonsdale stand und oben auf der Bühne wurde geboxt, da bin ich voll gekifft in den Ring gegangen, hab sogar gewonnen. Weißt ich glaube, du hast einen richtig kaputt gehauen. Nein, ich hab's genau auf dem Schirm, Schläger. Ich wollte gar nicht den Ablauf schon, du hattest da einen Anhänger mit einem Boxring dran. Ja? Und ein Bekannter von uns ist unten voll auf Substanzen und pöbelt nur rum, jetzt kommt Bogi, ja, Bogi, und stört die ganze Zeit deinen Showboxen. Da war so ein arabischer Junge, ein bisschen jünger als ich, der konnte auch ganz gut boxen, der ist natürlich schwer, der ist ja hintereinander gegen alle angetreten. Und dann aber meintest du wieder mit den Stuttgarter Seitenhieb, na komm doch mal hoch, Boogie, obwohl ich gar nichts gesagt hatte, das war der neben mir. Dann war es mir egal, da habe ich doch einen Bonkopf geraucht und dann hatte ich aber in 20 Sekunden habe ich mit Langwitz-Style ihn besiegt. Habe ich wieder mehr Glück als Verstand. Ja. So zum Glück habe ich mich, ich erinnere mich an nichts, wenn ich am Mike gewesen bin. Siehst du, weil ich wollte dich nämlich noch fragen, ob du eventuell Aufnahmen hast. Was zählt zu meinen sportlichen Höchstleistungen? Nee, Quatsch, hast du nicht auf dem Schirm mehr, wa? Also ich hab's auf jeden Fall nicht, aber ich war eher, aber wenn jemand das sieht, dieses Interview, und ich weiß, dass die Leute, die so Berlin-mäßig, archivmäßig am Start sind, der guckt sich das bestimmt an. Und Jakob, falls du die Aufnahme hast, dann sage ich es jetzt hier in die Kamera, dann rückt die Aufnahme raus, damals Splash 2028. Genau. Weil ich es ja noch sagen wollte, Steiger. Ich weiß es nicht mehr, lieber Steiger, aber ich wollte noch was sagen. Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe links, Uppercut, rechte, dann waren die Seilen. Dann habe ich ihn nur einmal auf die Leber eingegeben, dann war Ruhe. Ja, und dann hätte ich ihn misshandeln können. Da habe ich mich aber zu dir umgedreht, habe seinen Kopf gestreichelt. Jetzt weiß ich es wieder. Das schwöre ich. Ich werde es mal angucken. Wenn Jakob das Material rausrückt, Dann kann wir das nach. Ich hoffe, der ist jetzt nicht in Sauerland steil, mit dem ich das gemacht habe, und er kommt morgen hier klopfen. Wie der andere. Ja, der hat wahrscheinlich trainiert seitdem. Ja, und ich nicht. Ich habe auch. Also Wettkiffen mache ich heute mit Ihnen, aber Boxen nicht mehr. Ja, Wettkiffen und dann Boxen. Wir machen ja immer Bong Athletics. Ja, siehst du. Ja. Ja gut, vielleicht kann sich der junge Mann auch von damals erinnern. Also wahrscheinlich hat er jetzt eine Banklehre hinter sich und ist jetzt was weiß ich, BWLer oder ja, so. So sind die Leute doch, da, die Hip-Hop machen. Ich hatte dich aber in den 90er Jahren noch nicht mit Kampfsport so in Verbindung. Das kam eher so Anfang dieses Jahrtausend, ne? Du hast sehr spät angefangen mit Kampfsport. Ich habe mit 27 angefangen, genau. Kampfsport zu machen. Ja. Also es war 98, ja, so da die Ecke. Jawohl, ich habe so ein bisschen vorher schon ein bisschen Karate gemacht und so Zeug. Ja. Merkst du auch immer dieses technische Defizit gegenüber welchen, die es schon von Kind an machen? Dass du die gleiche Leistung bringst von Kraft, die gleiche Leistung von Nehmerqualitäten und allen Qualitäten, außer halt diesen, dass du die Schuld. Also ich merke das immer, wenn ich bin ja mit 14, 15 zum Boxen gegangen, davor war ich ja Leichtathlet, ein sehr guter und Triathlet. Und ich hatte aber immer gemerkt, dann gab es auch welche, die schon mit viel gemacht haben. Und Kinder lernen ja viel intensiver und schneller. Die hatten dann ganz oft viel besseres Auge und einfach auch die Technik schon viel besser umgesetzt. Also beim Boxen merkt man es auf jeden Fall. Also ja. da kann man nicht mehr mithalten, wenn man da später angefangen hat und so weiter. Also gerade, kennst du S-Rock noch? Ja, ganz fein. Einer meiner Lieblingsarzten. Props an S-Rock. Ich hoffe, er lebt noch. Natürlich lebt er noch. Der lebt ja wahrscheinlich gesund. Sterben so viele. Also erstmal Rest in Peace Basic, Alter. Ja. Das nee, ja, rest in peace. Wenn der geboxt hat, dann hast du immer gesehen, der hat mit 11 Jahren angefangen zu boxen. Das ist ein ganz anderer Fluss und so. Allerdings muss ich sagen, beim Brazilian Jiu-Jitsu, was ich ja hauptsächlich mache, ich mache ja hauptsächlich Bodenkampf und so, da finde ich, kann man auch später einsteigen. Da kann man auch sich auch noch ein bisschen Technik so quasi antrainieren. Mhm. Ja. Also da kommt es garantiert, sind da Leute, was weiß ich, die mit 6 angefangen haben, mit 18 natürlich da Weltmeister sind und Schwarzbrot sind, kein Problem, sind dann natürlich noch auf einem ganz anderen Level, aber ich glaube, da kann man sich so eine gewisse Lockerheit noch so antrainieren. Bist du gerade noch aktiv? Ich habe wieder angefangen, also ich war ein Jahr draußen, weil das einfach zu weit war und ich konnte mit
konnte ich zeitlich das mit dem Training einfach nicht mehr so richtig vereinbaren, wenn man erstmal so eine halbe Stunde unterwegs ist, um überhaupt zu trainieren, dann war das mir zu viel. Und jetzt habe ich aber einen Verein wieder um die Ecke gefunden und jetzt geht's wieder, läuft wieder. Ich leide ja sehr krass, mein Sportstudio, wo ich 25 Jahre war, glaube ich, ABC, du kennst mein Alter, hast du gehört, Bruder. Warum haben die zugemacht? Wegen McFit, oder? Also ich möchte gar nicht Schlechtes über Leute sagen, aber waren einfach Huren, so ein Warmschluss. Also. Na. Na gut, okay, ja, wir wollen nichts Schlechtes. Vor allem auch nichts Schlechtes über deren Mütter. Ja. Nee, sehr schade. Wach immer morgens noch auf, denkt, das ist noch da, dann ist es weg. Dann gehst du vorbei. Ja, nee, jetzt. Hast du dann selber dir so ein Schild da an die Scheibe gemacht und gesagt, hat leider zu. Nee, ich bin ja jetzt bei McFit, weil ich hatte, fand es immer ganz gut als Zusatzvertrag, weil ich oft weg war, von Berlin eine Zeit lang, meiner Freundin und ja. Das Ding ist aber so, es ist halt ganz anders, aber ich mache gerade Fitness halt wieder und fange an zu joggen, weil ich mich aufs Boxen vorbereite und merke aber voll, das ist schon so wie Massentierhaltung und kleine Schlachterei, war es ein Riesenunterschied, bringt mir aber einen positiven Effektsteiger, ich habe da keine sozialen Kontakte, ich mache kaum Pausen, du quatschst dich nicht fest, du gehst da echt zum Fokus rein und das ist eine halbe Stunde entfernt, ich laufe die Zeit immer hin, ja, und dann, also ich verbrenne dann ganz gut, aber man vermisst natürlich die rostigen Hanteln. Ja, aber trotzdem, also ich meine, das ist halt, dass diese ganzen großen Ketten, die machen halt die Kleinen kaputt. Das ist halt wie bei den Bäckereien und so weiter. Du kannst es dir halt einfach nicht leisten. Die großen Ketten können halt einfach andere Preise anbieten. Ja, wie ich mit meiner Promo, wie wenn ich gegen Universal und Sony mithalten muss, kann ich auch nicht die Promo halt investieren und das ist halt schwer halt. Und auch mein Studio war halt doppelt teuer, aber ist klar, die rechnen sich ganz anders. Ja klar, und dann wandern trotzdem immer alle ab zu McFit, weil da kostet halt nur 17,50. Aber das ist halt auch die Scheiße. Du machst halt nur diesen Typen von McFit immer reicher. Ja. Ich bin wieder Teil der Sache, ohne dass ich es wollte. Nee, Steiger. Sind wir alle. Wann, was ist zurzeit, was du machst, Interviews, sehe ich öfter? Naja, Interviews mache ich gerade gar nicht so viele. Weil wie nennt man das? Was machst du? Also Medienarbeit machst du? Achso, ich schreibe relativ viele Kolumnen im Musikbereich. Was ist eine Kolumne? Kolumne ist so quasi eine Meinungsseite. Okay. Ja? Und schreibst du dann objektiv über was oder mit deiner Meinung? Ich schreibe nie objektiv über was. Ich schreibe immer subjektiv über was, weil Objektivität ist eine Lüge. Das ist ja einfach gelogen. Ja, wenn die Leute behaupten, sie würden objektive Scheiße über Musik schreiben, geht ja gar nicht. Weil ich meine, du hörst ja Musik, du empfindest Musik, das ist ja nur subjektiv. Das kannst du nur so beschreiben, wie du es machst. Also ich schreibe Plattenkritiken auf jeden Fall für die Specs. Ja. Ich schreibe eine Kolumne in der Juice und ich schreibe eine regelmäßige Kolumne für die Noisy, also für Weiß, das ist online. Und dann habe ich ja noch eine Radiosendung mit Mauli. Welche Kriterien muss man als Künstler erfüllen, dass du eine Kritik machst oder gehst du, guckst, wer VÖs hat oder kriegst du von den Labels die CDs geschickt oder wie funktioniert das? Ja, teilweise. Also ich gucke schon, die Specs ist ja jetzt keine Hip-Hop-Zeitschrift. Ich denke, ich gucke da immer nach Sachen, die ich interessant finde, die ich neu und originell finde. Und teilweise schreibe ich aber auch über die Sachen, wo ich denke, das ist wichtig, weil das gerade in der Hip-Hop-Welt stattfindet. Ja. Also so. Also sind nicht, ich habe ja immer Kameradenweg-Charts, die sind hier, das ist immer, was ich pumpe. Ja. Aber es ist nicht immer, was du pumpst, sondern eigentlich das, was du in die Finger bekommst, wa? Naja, von dem, was ich höre, was ich so mir angeguckt habe, was ich halt so mir auch zusammensuche. Also es sind so ganz seltsame Sachen auch dabei. Also jetzt zum Beispiel ein französischer Rapper, Kalash Kriminell, den ich jetzt durch Zufall irgendwo entdeckt habe und wo ich fand, okay, das ist so aussagekräftig und steht für so einen neuen französischen Style, dass man den auch erwähnen kann. Also das wird man jetzt in einen Munden umdrehen und wird man schneiden und das lustig sagen, aber kannst du Französisch, Steiger? Oui, je peux parler français. Okay. C'est pas problème, parce que j'ai une amie de Mali. Hey, übersetz mir das, was er jetzt sagt. Übersetzt es mir. Ich frage ihn so. Diesmal hau ich mich nicht selber. J'ai une amie de Mali. Lui, il parle français. Je dois parler français avec lui.
Ich kenne nur meine Noten hier auf Französisch. Was ist verstanden alles? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Wollen Sie mit mir schlafen heute? Ja. Heute Abend, heute Nacht. Aber nein, ich habe gerade einen Kumpel aus Mali, der spricht Französisch. Mit dem muss ich jetzt auch immer wieder Französisch sprechen. Und deshalb, ich spreche auch Französisch. Aber man versteht ja den französischen Rap jetzt nicht unbedingt, weil das ist ja Slang. Und ich wollte dir gerade nämlich sagen, wie du siehst, sind überall CDs. Musik gehört zu meinen schönsten Sachen, was ich finde. Ja, aber sehr oldschool. Also bist auf jeden Fall hängen. Ja, danke, in allen Punkten, lieber Steiger. Sehr oldschool, ja. Und ich wollte dir aber sagen, ich habe gibt sehr viel Props der französischen Szene, habe auch durch M3 und Noid und Frequency viel von den Stuff mitbekommen. Ich kann es aber persönlich nicht hören, weil für mich ist auch ein ganz großer Marktwert, ein groß, was mal Punchline-Kraft gibt, die Aussage ist, dadurch lebt auch der Rap von. Ich muss mich auch so ein bisschen identifizieren können und das fühlen auch. Und da habe ich halt viel Schwierigkeiten. Nachher singen die alle Deutsche, haben einen kleinen Polar und ich nicht damit, weißt du? Oh, das wäre ja natürlich das allerschlimmste. Ja, ey Steiger, wir hatten mal ein gemeinsames Groupie. Die hat gesagt, das muss ich dich mal fragen, deiner ist so vom Boden entfernt. Vom Boden entfernt. Alle gucken mal. Ich war gerade ein bisschen schockiert. Ja, alle gucken mal sauber an und dann vom Boden entfernt. Nee, Steiger, darf ich dich mal fragen? Ich hatte nie Groupies. Ja? Ah, du bist wie mein. Ich habe immer nur Typen als Fan. Ah, das ist hart. Ja. Ey, ich mach mal einen Aufruf an alle Groupies da draußen. Ey, gib mal Props am Oldschool-Veteran, der ist mehr Hip-Hop. Ja. Dann seid ihr richtig down mit dem Scheiß Spaß. Du bist ein alter Mann. Nee, Steiger, wann bist du das erste Mal mit Rap oder mit Hip-Hop in Berührung gekommen? Ah. Und darf ich dir was fragen, alter Mann? Ich bin ja auch ein alter Mann. Ja. Ich sag's ja nicht von oben, sondern wie alt bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt 65 geworden. Ja. Nee, ich bin 45, bin 71. Krass, dann bist du ja Abi, Steiger Abi. 8 Jahre alt, ich bin 37. Ich bin ja jung. Ja. Du bist aber Abi. Sehr viel jünger als ich. Auf jeden Fall. Aber mir macht schon das Kacken mehr Spaß als Ficken. Aber ich fühle mich auch alt. Wirklich? Nein, Spaß. Also das kann ich nicht bestätigen. Also das mit dem Ficken ist auf jeden Fall immer noch ganz hoch im Kurs. Du sagst nicht wie ich, Sex ist gut, Weihnachten ist öfter. Ja. Nee, das sage ich nicht. Okay. Ich freue mich. Bleiben wir bei Musik. Ja, ja. TV Straßensound, Musik. Würde ich auch sagen. An der Stelle. Cut. Steiger, wann bist du zuerst mit Hip-Hop in Berührung gekommen? Das ist lustig, weil ich habe mir gedacht, dass du mir die Frage stellst, nachdem ich das Interview mit Ben Salomo mir auch auf der Hinfahrt nochmal zur Gänze angehört habe. Ich bin 84. 84 mit Rap zum ersten Mal in Berührung gekommen. Das war wirklich so Breakdance-Sensation. Bravo Breakdance-Sensation 1984. Ja. Da war ich 13. Richtig so Netzhemd, weiße Handschuhe und dann so in der Schulaula mit so Monokassettenrekorder und so. Und das Lustige war, die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne. Meine Cousine kam zu mir, weil wir auf dem was weiß ich, wie viel den Geburtstag meines Onkels. Mein Cousin und ich haben gebreakt und so. Also so getan, als ob wir breaken würden. Und dann kam meine Cousine her und meinte, ey, das ist doch nur eine Mode. Und ich meinte zu ihr, nee, dein Leben. Das bleibt für immer. Oh, süß. Oh, goldig. Ja. Goldig. Ja. Kann ich noch einen Kaffee haben, bitte? Gibt es noch Kaffee? Ich fürchte es alle jetzt. Wirklich? Ja. Na gut, dann trinke ich Willst Wasser. Du einen Tee? Nein. Nee, jetzt habe ich gerade geflasht. Chai ist mir rum. Ichi Chai. Für Steiger habe ich. Ichi Tane Chai. Steiger. Was heißt NMK eigentlich? Hä? Was heißt NMK? Da steht AMK. AMK, oh wirklich? Nein, Quatsch. NMK heißt, noch mehr Kettenentertainment, nichts mehr zu machen, Kohle, nie mehr Knast, nie mehr Klapse. Das Proletariat hat nichts zu verlieren, außer seine Ketten. Ich fand's nicht lustig von der Antifa. Aber es war ja so lustig. Ja, Digga, cool. Ja, Steiger, aber ich bitte dich, Alter. Aber du weißt, was das Digga, heißt. Ja, das war ja nicht, aber Dicker, meine Mama hat mir einen Einlauf dafür gegeben und mehr, das verzeih ich keinen, Alter, das ist das Schlimmste, ich wurde gedemütigt, nee, Quatsch, aber ich fand's nicht so toll, also, aber ich will nicht die alten Kamellen wieder aufrühren. Okay, aber ganz ernsthaft. Also, Steiger, sag mir nicht, dass du dahinter gesteckt hast, sag's mir jetzt nicht, dann hast du hier so einen Knopf auf meiner Couch, dann bist du die Falltür, wie bei der Himmelburg. Nee, da habe ich nicht dahinter gesteckt.
Weil es war für Fremde zu denken, dass ich also ein Feind von der Antifa bin, sprich gleich wie eine rechte Pampe reinkam. Ach und so. Es war die Zeit ganz oft und okay. Es sah einfach so aus, als wäre ich dagegen, ja. Und ich bin ja voll, ich bin ja nicht links oder rechts, aber ich verabscheue Rassismus über alles. Okay, und ich fand mich da voll im falschen Ding und ich finde, wenn man mit einem Gesicht arbeitet, da hat man den, entweder mache ich einen Diss und mache Steiger irgendein Foto und will ihn dann verarschen oder irgendwas, oder ich gebe ihm Props und frage, darf ich dich da einbauen. Okay. Und gerade weil es ein Antifa ist und Boogie oft in diese braune Soße, obwohl wir die Nazis abgestochen haben, gedrückt wurde, ja, da fand ich es ein bisschen unsensibel so. Also fand ich nicht cool. Ich glaube, das hat keiner so quasi, die Beweggründe von dir hat keiner so richtig nachvollzogen. Ja, also das hat keiner so gemeint und das hat keiner so verstanden. Im Endeffekt ist es ja ein Marx-Zitat, ja. Mhm. Das ist ja das Ende vom kommunistischen Manifest, wo draufsteht, Proletarier aller Länder vereinigt euch, das Proletariat hat nichts zu verlieren, außer seinen Ketten. Und das war natürlich eigentlich ein ganz cooles Wortspiel mit einem noch mehr Ketten-Entertainment. Aber ich verstehe, dass du das in den falschen Hals bekommen hast. Aber ich werde das nochmal klären. Erstmal hat meine Mutter zuerst gesehen. Wirklich? Ja, das war ja das. Sie war bei ihrer Freundin Kreuzberg und hat gesagt, Moritz, unfassbar, hast du mit den Rechten zu tun? Ich sag so, nee, Mami, hab ich doch nicht, weiß doch. Ja, die Antifa hat sich auf den Flyer gepackt. Ja, aber das war eher... Und da hat die Hakenkreuz in den Augen. Das war aber eher aus Props. Dann erstmal Props. Peace in the Middle East. Eigentlich ist das dann ein großes Missverständnis. Wie alles, wie, ist immer so. Wie Arzenkalle, wa? Schließlich sind wir hier im Westen, im Osten, so sagen wir, 3 Tage wach. Steiger, jetzt mal irgendwie das so für mich zu peilen. Du bist oft auch mit politischen Sachen wirst du verbunden. Ja. Bist du in irgendeiner Partei oder? Nee. Weil ich kriege oft so in Sachen, also immer wenn es, sprich so um politische Bedeutung von Rap geht, bist du in den Talkshows, in den Tubes dann zu sehen, irgendwelche, jetzt war das mit Kollega Palästina, du warst im Spiel, ich hatte dich beobachtet über Kobane, die ganz diverse Palästina-Berichte, nicht Berichte, dass du da warst, aber dass du... Palästina war ich nicht. Kobane, ich habe dich aber auch mit einem Palästinenser, glaube ich, auf der Straße diskutieren sehen, irgendwann mal auch so ziemlich mutig, weil ziemlich angeheizte Atmosphäre, dachte ich, ob ich jetzt morgen Rest in Peace Track droppen muss, weiß ich nicht, toi, 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 das ist überstanden. Erzähl doch mal, ja, weil, du weißt, ich gehe nur auf YouPorn. Ja, ja. Aber auch dort gibt es mittlerweile politische Sachen. Naja, ich sehe da auch ohne. Ich bin froh, dass es einen Tranny-Gay-Filter gibt. Ach so, wirklich? Also hast du das auch schon zugespielt bekommen? So. Ja, kannst du filtern. Weil, weißt du, wenn du gerade richtig abgehst, dann kommt so schön der. Ah, nee. Und das willst du dann nicht sehen. Nee, ne? Alle soll machen, was sie wollen. Ich will auch machen, was ich will. Aber nicht so, nun nicht. Nee. Doch, aber ich muss es ja nicht. Das stimmt. Also. Was, klar, ich habe mich repolitisiert so quasi. Was ist repolitisiert? Also das heißt, ich war mal ein bisschen politischer und dann habe ich ja diese ganze Rap-Zeug gemacht, was ich jetzt nicht unpolitisch fand, weil ich immer dachte, so, das ist ja auch eine Art von Sozialarbeit. Wir sind ja auch Unterschicht und wir, also es ist ja auch wichtig, dass wir... eine Stimme haben und dass wir uns da äußern und so. Und ich fand ja auch immer... Stimme der Unterdrückten. Ich fand auch immer, dass Rap ja schon auch ein bisschen sowas Revolutionäres hatte. Also so, das war ja auch immer so mein Bezug dazu. So, und dann... Ich wurde auch zuerst mit Rap konfrontiert, der sehr politisch war. Ja, die ersten Sachen waren Public Enemy und so. Es war genau das Gegenteil. Shame on a brother when he's dealing und so eine Sachen. Und dann auch, Nee, es war für mich auch immer so, hatte auch immer viel mit dieser Bürgerrechtsbewegung zu tun. Also gerade auch in den USA und mit schwarzer Befreiung und schwarzem Selbstbewusstsein und so. Das war ja auch immer wichtig. Und... Ich fand das auch witzig, was Royal Bunker gemacht hat, dass halt einfach sehr viele unterschiedliche Leute aus sehr unterschiedlichen Schichten, aus sehr unterschiedlichen Hintergründen von überall her auf der Welt irgendwie so zusammen irgendein Projekt gemacht haben. Das war ja bei euch wahrscheinlich genau das Gleiche. Und dann war ich ja dann mit dem Label so raus, dann habe ich halt Journalismus gemacht und es gibt ja zurzeit so eine
Politisierung der Gesellschaft, also so, dass die Leute sich wieder mehr mit Politik beschäftigen und immer so sagen, ja, ist doch scheiße. Wo es zu spät ist, oder? In der Endzeit, oder? Sind wir gerade? Naja, gut. Die Nummer gelaufen, ja, oder? Man könnte ja in der Endzeit auch sagen, okay, jetzt brauchen wir auch nicht aufhören, Champagner zu saufen. Jetzt, wenn wir eh untergehen, dann können wir auch... Schmeiß den Kaviar auf die Straße, dass der Mob drauf ausrutscht, da? Genau. Ja, also, ich meine, wenn die Titanic untergeht, dann brauchst du nicht mehr aufhören, Champagner zu trinken, oder? Also, dann kannst du auch weiter saufen. Also, sehr beängstigend. Nee, genau, ich aber ich glaube, Angst, aber sehr komische Situation. Ich glaube, dass sehr viele Leute, denen geht es so wie dir. Ja? Und mir ging es einfach vor 3 oder 4 Jahren schon so, als ich zum ersten Mal mit diesen Flüchtlingen dann zusammengekommen bin, als ich dann mit dem O-Platz, also auf dem O-Platz, dieses Flüchtlingscamp da besucht habe und da eine Reportage drüber gemacht habe. Mit einem Free Kobane-T-Shirt zu an, ne? Nee, da hatte ich kein Free Kobane-T-Shirt. Kobane war ja erst vor 2 Jahren. Mann, vor 3. Krass, ich sehe, glaube ich, das sehr viel ähnlich wie du, auch sehr emotional und sehr beunruhigend und sehr, ich genau. Weine auch manchmal, wenn ich diese Kinder sehe, aber ich bin immer ganz schlecht mit so Fakten. So, aber genau das, den Punkt, den sollte man ja irgendwann mal überschreiten irgendwie so. Klar kann man sich das angucken, kann beunruhigt sein, das Gefühl haben irgendwie so, das ist alles scheiße, aber das hat ja System. Das liegt ja ganz viel einfach auch daran, wie in dieser Gesellschaft Reichtum produziert wird. Wenn du halt nur wegen Geld die Dinge machst, ja, dann kommt halt das dabei raus, was wir heute sehen. Deshalb läuft ja auch so viel Scheiße. 1% der Welt gehört mehr als 90%. Ja, das ist halt ein Ergebnis einer Art und Weise, wie wir unseren Reichtum produzieren. Ich glaube, Kapitalismus ist das schlechtgehendste System, das man je hatte, oder? Also ja, mit den meisten Verlierern, mit den größten Gewinnern und den meisten Verlierern. Nee, es stimmt nicht ganz, weil ich meine, es ist auf der anderen Seite natürlich auch eins der produktivsten. Ich bin mitten da drin, Täter und Opfer, eins zugleich. Also ich will es jetzt, ja, ich kann es nicht bekämpfen, ich bin's. Doch, man muss es natürlich bekämpfen, weil es natürlich auf eine Art und Weise irgendwann mal ungerecht und einfach auch unvernünftig wird. Ich meine, aber ist schon, oder? Warum wird? Ist, oder? Ist? Ist? Ja, aber es wird ja noch viel schlimmer. Als ich ja, meine, na klar, aber es ist doch schon. Also ich meine, guck mal, 5% die Naturreserven, ja, und die Naturressourcen sind ja aber noch nicht 5% alle. 5% der Welt haben nur Wasser und nicht mal Trinkwasser. 5% der Welt. Naja, und ich meine, das wird da ganze immer... Ganze Kontinente, die Menschheit ist so... Weißt du, ich finde, es gibt auch keine Länder oder so. Wir sind alle Menschen von einem Planeten und eigentlich ist es beschissen. Ja. Ja. Das ist scheiße. Ja. Deswegen rauche ich so viel Weed, weil ich sonst so traurig bin. Aber rauch mal weniger Weed, geh mehr auf die Straße und schmeiß mehr Steine. Ey, weißt du, wie ich Steine werfen kann auf Weed? Ja, das weiß ich. Ich weiß auch, dass ihr eure Straßenbahn umwerfen könnt und so weiter. Ja, aber macht das mal zur richtigen Zeit und zum richtigen Ort. Möchte ich mich gar nicht auf Straftaten gefallen. Nein, das war nur virtuell gemeint. Ich meine, das ist so im Computerspiel. Nee, darf ich ganz ehrlich was sagen, Steiger? Guck mal, ich komme aus einer guten Familie, habe einen guten Vater gehabt, eine gute Mama. Hatte auch schon früher Probleme, auffallend mäßig und so, immer auf die Falschen hochgeguckt. Und dann einmal mit 16 war ich auf der Straße, da war ich schwerst kriminell bis 25. Ja. Dann habe ich eine Psychose bekommen, das ging bis 35. Jetzt bin ich eigentlich, habe ich die nicht mehr oder ist irgendwie anders. Aber bei mir kam es ja so auf einmal in einer Nacht. Ich habe ja vorher an Walla geglaubt, nur ans Böse und Nuttenkoks und an Nuttenkoks verkaufen und Scheiße machen, destruktiv, Gewalt. Also nur ans Böse, wo es mein Freundeskreis für schlechte Sachen gefeiert. Verstehst du? Mhm. Und dann kam ja dann ganz schnell dieses Denken und so. Dann kam zu viel, dass ich das an mich rangelassen habe. Dieses Wissen, was ich jetzt habe, ja, und was wir gerade gesprochen haben, die Welt ist. Da habe ich auch, kam der 11. September, dann war viel auch mit so alle Pro-Amerika, habe ich hier Ami-Sachen rausgeschmissen und so. Ich bin durchgedreht, Mann. Und meine Homies sagen immer zu mir, ich bin der Einzige, der Gangster sein muss und Gangster bleiben muss. Ich kann diesen politischen Film nicht veranstalten, ich bin zu weich da gebaut. Wenn ich so ein Kind sehe, irgendwie am Strand gespült, weine ich 3 Stunden und kann meine Alte nicht ficken. Das meine ich ernsthaft. Wenn ich die Pädophilen sehe, dieses Haus wieder letzte Woche, was in Brandenburg gefunden haben, wo kleine Mädchen gefangen werden, diese ganze Scheiße, also so, wenn ich die Glotze anmache, auf Deutsch gesagt, boah, ich muss hier in meine 80er Jahre. Das eine hat doch nichts mehr. Da bin ich zu Weichsteiger, weil ich bin dann zu sauer und ich fühle mich auch so ohnmächtig, dass ich nichts machen kann. Und werde stinksauer. Und habe einfach nur das Gefühl, jeden Politiker die Nase zu brechen, der Leuten noch die Hand gibt, die dafür verantwortlich sind, dass Fassbomben geworfen werden oder C-Waffen. Da verstehe ich auch die scheiß Bullen nicht, ja, wie man so ein Asylantenheim nicht schützen kann. Da 4 gute Männer. Gibt 4 Boogies, jeden eine gute 9mm in die Hand und Westen und Maschinenpistolen. Ich schütze das Asylantenheim. Das brennt nicht.
Weißt du, was ich meine so? Also ich finde das alles so heuchlerisch und man kann auch nichts dagegen, ja, ist gewollt, das meine ich auch, man kann nichts dagegen machen, Steiger, weil es die ganze Zeit schon ist, seit die Menschheit gibt, ist es gewollt. Ich mein, du brauchst weil bestimmte Leute noch davon profitieren, dass wir uns alle hier ficken. Nee, du brauchst ja Leute nicht zum Beispiel in Asylbewerberheim unterbringen in einem Land, in dem es so viel Platz gibt. Also es gibt ja genug Platz und es gibt ja alles, auch genug, alles behindert, genau, man, alles genug Lebensmittel, also wir haben ja keine Probleme. Man muss auch nicht immer alles erst so weit kommen lassen und diesen Leuten man Waffen liefern und alles so weiß, von was es geht, Steiger. Du weißt, es ist Verarschung, allen klebt Blut an der klar. Couch. Naja, eben, also in dem Handy, in diesem... Cola gab es Guerillakriege, es ist schon Pepsi und Cola. Der Weihnachtsmann, die haben so von Blau auf Rot gemacht. Ja gut, aber... Das ist alles, weißt du, da will ich gar nicht drüber nachdenken, aber Steiger. Das war ja der Grund deiner Frage. Irgendwann mal war mir dann einfach, hat es mir nicht mehr gereicht, irgendwie so, solche Gespräche zu führen und danach einzubuffen oder an die Bar zu gehen und dann den nächsten Drink zu nehmen, sondern dann dachte ich mir, okay, dann macht man was. Aber was machst du, Bruder? Nee, erstens musst du es verstehen natürlich, worum es geht, warum das so funktioniert, wie es funktioniert und nicht die ganze Zeit irgendwie zu sagen, so, ja, aber die müssten doch anders machen. Nein, sie müssen nicht anders machen, sondern sie machen das genau so, wie es sein muss. Und... weil das eben so gemacht wird, wie es sein muss, muss es eben anders gemacht werden. Und zwar richtig radikal anders gemacht werden. Und man muss halt irgendwie anfangen, dann wirklich anders zu produzieren. Aber oft werden die Leute wie du immer nur von Bauernfängern verarscht. Okay, Entschuldigung. So, und dann musst du natürlich anfangen, die Leute so zu organisieren, dass sie irgendwie vielleicht mal in ihrem Stadtteil ein paar Regeln ändern und sagen, okay, wir schaffen hier jetzt einfach das Eigentum ab, wir verzichten jetzt mal auf Mietzahlungen und hier leben wir einfach in den Häusern. Oder die Leute leben in den Häusern, die drin wohnen und die bestimmen auch darüber, was da sein soll und nicht irgendwelche Hausbesitzer oder sonst irgendwas. Das wäre ja mal ein Anfang. So müsste man die Leute organisieren, dass sie auch mal sagen, hey, wir wollen das gar nicht mehr so mit diesen Streubomben exportieren. Wir wollen das nicht mit dem Waffenexport. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass irgendwie mein T-Shirt für 3 Euro die Stunde in Bangladesch mit den giftigen Dämpfen eingefärbt wird. Und dann wäre dann natürlich so eine Art von Gegenmacht da, die den Leuten Einhalt gebieten würde, die jetzt doch die Sachen bestimmen. Aber es bleibt eine Quelle, Steiger, wo ein kleiner Tropfen reicht, um alles zu vergiften. Und der Mensch wird immer wieder diesen kleinen Tropfen streuen. Warum und das Zweite ist, ganz kurz, Steiger, ganz kurz, es gibt gute Menschen, und es ist sehr kompliziert, aber es gibt auch es steht in Schriften, an die ich glaube und viele, dass es einen ganz gewissen Teil gibt. Der ist ganz Kleinsteiger, der ist wirklich schlecht. Der ist nicht Opfer von schlechten Taten, der hat Spaß am Schlechten bis zum Schluss. Der glaubt nur. Gut, aber das sind ja irgendwelche Psychopathen, die man halt. Die sind aber oben an der Macht, das sind die Lobbyisten, das sind die Wirtschaft. Ich finde, für mich sind es Psychopathen. Du musst ein Psychopath sein, wenn du in Bangladesch eine Fabrik hast, wo du weißt, da sind 3-jährige Kinder, die arbeiten. Nein. Das ist Kapitalismus, Steiger, oder? Ja, aber du brauchst nur einen Geschäftsmann sein, der sagt, okay, anders rechnet sich das aber nicht. Mann, Steiger, die Welt wird sich nie ändern, die ist schon immer schlimm. Und deswegen, ich bin Zork, weißt du, ich bin Gangster, ich bin zu meinen Leuten gut, ich bin meiner Nachbarschaft gut, ich bin zu den Sachen gut, die ich liebe, weil ich verändern kann, aber diese Politik, und ich sag dir eins, die Leute wie du werden auch meistens immer benutzt, das ist das Schlimme. Die schaffen das ja wiederum, ist ja wie zu IS, da sind ja nicht alle mit einem schlechten Aspekt gegangen, da sind ja auch manchmal mit guten Werten hingegangen. Und du zum Beispiel, wenn du irgendwas machst, weißt du vielleicht gar nicht in dem Moment, dass du auch Maschinerie bist oder Werkzeug für was Unruhe stiften will oder so. Das durchschaut man nie. Aber du sagst doch gerade, dass du in deiner Nachbarschaft Gutes tun möchtest. Genau, also dann, mein Umfeld, genau. Na, dann lass uns doch die Politik... Gegen Rassismus arbeiten, gegen die Kinder pushen und so machen. Das lass uns doch dann einfach in dieser Nachbarschaft irgendwie anfangen und zu sagen, okay, das ist die Quelle aller gesellschaftlichen Macht. Dann bestimmt man halt Langwitz, alles erlaubt außer Rassismus und Pädophilie. Ja, genau. Das ist alles erlaubt. Ja. Und Tiere quälen. Ja. Ja, Gewalt. Gewalt sollte man natürlich... Kommt drauf an, Gewalt muss manchmal sein. Die Menschheit existiert nur mit Gewalt, Steiger. Und wenn die Leute wissen hier, die kommen vom blanken Felde, die Nazis, die sind Ochsen auch, ja, die machen auch Kampfsport, Steiger, und ich treffe dich am S-Bahnhof Langwitz, du hast gerade mich besuchen, dann kommen 4 so eine Leute hin, ja, und du liegst auf dem Boden, weil du ein Fairer bist, dann bist du dankbar, dass Boogie denen die Beine wegsticht. Korrekt von dir. Nein, jetzt sag doch mal ehrlich, Steiger. Nein, du musst, Gewalt ist scheiße, aber man muss sie ausüben können, um Gewalt zu bekämpfen. Ich weiß, Bomben werfen für Frieden ist wie
Ficken für Jungfräulichkeit. Aber du musst Gewalt einsetzen können, sonst kannst du die Welt nicht ändern. Das hat, sonst bist du wie ein Sklave in der Hütte, der betet und dankt, ja, dass er die Ketten hat. Ja, das ist ja schon richtig. Du redest jetzt aber, wenn wir jetzt irgendwie von einer Gemeinschaft reden, in der Pädophilie und Rassismus verboten ist, dann würde ich sagen, naja, Gewalt auch natürlich. Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder. Kommt an was für Frauen? Hey, sag mal, bist du bescheuert? Dicker, was machst du? Weißt du, es gibt Menschen, Steigerchen, es gibt Menschenhändlerinnen, die mit Babys handeln, die verkaufen dann Pädophilenringe. Wenn ich so eine Frau erwische, schlage ich die, bis sie zu meinem Teppich verschmilzt. Ansonsten ist es tabu, wenn sich ein Mann gegenüber einer Frau ausspielt und ausnutzt, dass er körperlich überlegen ist. Das ist eine Schweinerei, das macht man nicht. Es gibt Ausnahmesituationen. Ja, aber ich glaube, dass zum Beispiel jetzt Menschenhändlerinnen, die genau das machen, was du gerade beschrieben hast, dass es sehr viel mehr mit dieser strukturellen Gewalt zu tun hat, also oder mit dieser Gewalt zu tun hat, dass überhaupt Menschen gehandelt werden. Und das hat wiederum mit diesem Wirtschaftssystem zu tun, in dem Geld einfach alles ist. Und dann werden halt auch Menschen gehandelt. Ja. Ja. Und ich glaube nicht, dass irgendwelche Leute jetzt aus Spaß an der Freude Menschen handeln. Es gibt bestimmt, aber das ist alles, das sind alles so kleine Gruppen von psychisch gestörten Leuten. Bin ich ja auch, aber ich tue kein was. Naja, weiß man ja nicht. Ah, manchmal. Letztens sitzt ein Bekannter mit einem riesigen Hund in der S-Bahn, ja. Sagt eine Oma zu denen: Junger Mann, können Sie Ihren Hund nicht anleihen? Ich habe Angst vor denen. Ja, ich auch, was soll ich jetzt machen? Hat er echt gesagt. Weißt du, also. Nee, Mann, weißt du, ich sehe auch immer so, man müsste zurück zur Natur. Die Indianer, die Urvölker, die von uns belächelt wurden, doch. Schön Weed rauchen, gesunde Felder, gesundes Fleisch, gesunde Frauen. Aber das ist alles kaputt, das gibt's nicht. Bei einer Weltbevölkerung, die irgendwie bald 10 Milliarden Menschen... Da wird am Ende... Da müssen wir uns so ein bisschen anders organisieren, aber wir können uns ja anders organisieren, es klappt ja. Es würde ja klappen. Ja, würde. Naja, ich würde auch aufhören können zu rauchen, Steiger. Aber es klappt nicht. Du machen, wie du möchtest. Halt nicht. Ich bin süchtig. Und die Welt ist süchtig nach dem ganzen Dreck. Nach was denn? Nach immer zum Beispiel das Denken von vielen, auch viele von unserer Rasse, die denken, andere Rassen sind schlechter. Dass sie sagen, die sind zum Arbeiten für mich da, die sind mir, die darf ich sexuell ausbeuten. Es fängt an, ob das Leute machen, weil sie sagen, durch einen anderen Glauben dürfen sie so mit anderen Leuten umgehen. Manche sagen es aufgrund ihrer Rasse, ihres Stammbaums. Und das ist schon mal urekliges Denken. Das müsste weggehen. Und das wird nicht aus manchen Köpfen weggehen, lieber Steiger. Ah, das würde schon weggehen, weil ich glaube, das erleben wir nicht mehr. Das ist doch uns, ich steige hin. Doch, da müssen wir natürlich schon irgendwie das. Sagst du doch immer, man muss da bei den Kindern ansetzen. Also ja, Kinder selber, aus sich selber heraus. Aber die bleiben ja isoliert, diese Leute. Die bleiben ja isoliert, viele auch diese Leute mit rassistischen Denken. Richtig, in ihren rassistischen Gemeinschaften, Kommunen würdest du sagen. Ich weiß nicht, ob man Kommunen auch bei Nazis sagen kann. Ja, klar. Klar, dann Kommunen, ja, Kommunen sind Lebensgemeinschaft, genau, Nazi-Kommunen, genau. Also sowas so. Naja, Mann. Naja, aber gerade bei der Kommune würde ich mir ja denken, guck mal, du hast so 80 Leute, wenn du jetzt irgendwie das runterbrichst von 80 Millionen Einwohnern von Deutschland auf 80 Dorfbewohner, ja, dann kommt einer dazu, dann würde keiner sagen, irgendwie jetzt hier großartig Probleme, da können sogar 5 dazukommen. Sag ich mal eine Geschichte erzählen, Steiger? Warum machen die Leute dann irgendwie so ein Fass auf, wenn da 1 Million Leute herkommen? Ja, weißt du, wie es ist, Steiger? Da sind 20 Diamanten auf dem Tisch hier. Ja. Da ist ein Industrieller, so ein rassistischer Industrieller. Ein Asylant und ein deutscher Arbeiter. Sag mal Asylbewerber. Achso, Asylbewerber, Asylant, soll ich gleich. Dann kommt der, geht der in. Ich mein nichts einwerfen, es kommt mal, wie man sagt. Ich sage auch Neger, ich liebe meine schwarzen Brüder. Okay. Baby, hör mal zu, da geht der deutsche Arbeiter auf Klo, der Industrielle nimmt 19 Diamanten weg. Ja. Kommt der Deutsche zurück, ist noch ein Diamant. Ja. Will den nehmen? Der Asylant will ihn auch nehmen. Dann sagt der Industrielle, guck mal, der Asylant will deinen letzten Diamant klauen. Mhm. Siehst du, so geht's. Du hast es doch schon durchschaut. Also, ich war auf einem viel tieferen Level. Was macht man dann? Man raucht nicht Weed, sondern haut den Weed Industriellen in die Fresse. Warum nicht Weed rauchen, Bruder? Warum soll ich denn nicht Weed rauchen? Guck mal, ich sag dir, ich habe ein Drogenproblem. Ich habe gesoffen, mit 11 war ich Alkoholiker. Ja, ist kein Witz. Mit 11 oder 12 habe ich so viel gesoffen schon. Und Weed hält meinen Kopf fit. Du kannst jetzt nicht sagen, dass du mit einem Menschen zu tun hast, den du geistig überlegen bist. Ich kann jetzt nachher meinen Sport machen. Ich habe keine Sünden in mir drin. Ich sehe nicht das wie Koks oder Alkohol, dass ich jetzt nur
irgendwie, weißt du, ich stehe alles voll entspannt, sollst das Weed nicht so verteufeln, Bruder. Okay. Ich glaube, in dem Moment sollte Danny jetzt nochmal einen bauen kurz. Mehr. Und du musst mal einen rauchen bauen. Mehr Weed. Ey, was hast du gegen Weed, Mann? Fall mir nicht in den Rückensteiger. Ich habe doch überhaupt nichts gegen Weed. Ich würde nur einfach... Nicht schlafen, nicht schlafen. Ich würde einfach nur tendenziell sagen, das macht die meisten Leute müde und ein bisschen lethargisch. Also ein bisschen, ja, dass sie rumhängen. Ich bin, weißt du, für mich ist das ganz gut. Das kleine Feuer, das gegen das große. Für dich ist es ein bisschen anders und deshalb, du sollst mehr Weed rauchen, aber Alter, dem Industriellen in die Fresse hauen. Darauf wollte ich hinaus. Steiger, wir sind gerade so gut miteinander. Ich will ungern jetzt negative Sachen einwerfen, aber es gab irgendwas mit Kollega. Willst du darauf mal eingehen? Was war da los? Also er hat ja wohl eine Palästina-Reise gemacht. Ja. So, also halt, und hat auch, glaube ich, ein Lied gemacht, das ich noch nicht gehört habe. Ich gehe davon aus, dann geht es um die politische Situation. Nee. Oder erzähl mir doch mal, was da war. Nee, also es ging in erster Linie darum, wie er diese Reise aufgezogen hat, dass er so quasi als Superhero dorthin geht und dann die Dinge einfach mal klar macht. Das Zweite, was ich bemängelt habe, ist die Leute, die er dort zu Wort kommen hat lassen wollen oder nicht zu Wort kommen hat lassen im Endeffekt, weil das einfach auch so immer geschnitten war, dass er übersetzt hat und gleichzeitig interpretiert hat, hat überhaupt nichts von diesen Leuten erzählt. Ich hätte gerne gewusst, wie leben diese Leute, was bewegt diese Leute, was ist ihre Vorstellung von Zukunft, was ist ihre Vorstellung von Zusammenleben, was machen die Mädchen dort und so weiter und so Welches fort. Welches Bild hat er denn so rübergebracht, dass das nicht dein Bild entsprochen hat? Also das Bild, das er hatte, mit dem er auch hingefahren ist, Israel ist daran schuld, dass es den Leuten dort so scheiße geht. Mhm. Und das ist bestimmt auch zu einem großen Teil richtig. Es ist aber trotz allem natürlich auch noch innerhalb dieser palästinensischen Community gibt es natürlich auch noch irgendwie Sachen, die vielleicht nicht ganz so richtig laufen oder die interessant wären zu beleuchten irgendwie. Und kam auch direkt, hast du ein Statement gegeben und dann kam von Fans oder hast du auch direkt mit Kollegen Kontakt gehabt? Ist er an dich rangetreten und du an ihn? Also, nein, ich habe so quasi eine Beschreibung und eine Bewertung oder so eine... Für sein Album gemacht. So eine Rezension dieser Reise gemacht. Videos. Er hat diesen Move gemacht und du hast wie über eine Platte eine Review über diesen Move gemacht. Genau, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, die eine Kolumne darüber geschrieben, über diese Reise und habe die auch ein bisschen durch den Kakao gezogen. Also im Endeffekt Wie immer. Genau. Im Endeffekt ist es ja so, ich meine, er geht hin und sagt hier so, hey, what do you need? I pay. Ja, und macht das dann halt auch so und wirft dann die Geldscheine rum. Und das fand ich halt schon auch ein bisschen krass. So, man könnte es natürlich auch mehr in Gemeinschaft mit diesen Leuten machen und einfach auch so ein bisschen demokratischer, aber es ist ja auch seine Inszenierung. Ich wette, hätte ich sowas gemacht, hätte ich auch voll viel Scheiß damit gemacht. Wahrscheinlich ist der gar nicht so. Machst du es so ernst, so streng mit ihm gemeint? Ja, ich bin da auch ein bisschen streng mit ihm. Es gab ja auch süße Momente. Der arme Kollege, lass ihn leben. Genau, der arme Kollege, der sich wahrscheinlich die ganze Zeit sitzt da zu Hause auf seiner Couch und grämt sich und ist traurig, dass ich ihn da so schlecht behandelt habe. Garantiert, ja. Es gab ja auch süße Momente. Guck mal, er hat da so Leute gezeichnet in so einer Behindertenwerkstatt und so weiter. Das war auch total nett. Und es gab ja auch so menschliche Sachen. Aber diese Art und Weise, wie er sich inszeniert als der Überboss, und ich meine, das ist ja auch seine Rolle, die habe ich im Endeffekt... Das bin ich? Ja, der ist ja auch Beef. Nein, du bist der Atzenkeeper. Ja? Über AKA. So, und Im Endeffekt, das ist ja seine Rolle, die ich da auch kritisiert habe. Das ist halt so, wie er sich inszeniert. Und danach kommt einfach auch noch, also direkt im Anschluss an diese Art und Weise, wie er so quasi denkt, dass Politik sein muss, da muss nur einer kommen, der genug Geld auf den Tisch packt, der dann irgendwie die Dinge regelt. Ja, das allein stört mich einfach schon so ein bisschen. So kommt dann auch noch diese künstlerische Vision seiner Imperator-Fantasie. Und ich meine, dieses Video, das ist natürlich auch ein Kalkul, also da will er ja auch Tabus brechen, ja, so quasi, der spielt ja mit dieser Nazi-Ästhetik, lässt dann aber so schwarze Frauen. Machen das nicht alle Künstler, die erfolgreich sind? Das gibt's ja. So, aber ich habe das, ja, und dann kommen die schwarzen Frauen mit der SS-Uniform, das bricht das natürlich auch wieder auf und so weiter. Also ich meine, ich verstehe das ja alles. Und aber das im Zusammenspiel ist schon auch so eine Art und Weise, wie er sich inszeniert. Und was ich daran im Endeffekt noch kritisieren kann, das ist, er entspricht im Endeffekt
den Anforderungen dieser Gesellschaft, nämlich du musst dich super optimieren, du musst dich selber erschaffen, du musst dich die ganze Zeit selber neu erfinden. Ja. Ja, du musst fokussiert sein. Du musst. Aber so ist es, Bro. Das sind schöne Sachen, die du sagst. Okay, aufstehen, scheiße. Einen Fokus muss man haben. Zähl es nochmal bitte auf, dass ich darauf eingehen kann. Ich weiß, du, ich will nicht immer so zunicken, weil ich finde, du sagst interessante Sachen. Zum Teil stimme ich dir auch zu. Aber die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind gerade seit kurzem Fokus, neu erfinden, sich wieder mit neuen Sachen beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Alte, die Sachen hinnehmen, die man... Auch effektiv sein. Effektiv, das meine ich ja, aber dadurch bist du effektiv. Optimiert sein, aber genau das sind doch die Anforderungen dieses Systems, ja, das du kritisierst. Aber wir sind hier also drin im Magen des Biestes, es geht kein zurück. Da muss man doch im Magen des Biestes muss man auch einfach andere Visionen entwickeln. Da muss man doch sagen, okay, wir müssen es gemeinschaftlich machen, wir müssen es irgendwie in der Nachbarschaft machen, aber nicht immer hier der Superhero, der optimiert und hier mit dem krassen Body und so weiter. Nee, aber guck dir Mohammed Ali an. Guck mal, ich würde das voll gut finden, Steiger, weil ich finde, bei ein paar Sachen sagst du ganz coole politische Sachen, ja? Und wenn jetzt dein Arm dicker wäre, jetzt mal Spaß, du wärst der übelste Kampfsportler, ja? Dann würd, und du gar nicht mal so für den Beamer und die Villa da in den Ring gehst, du wirst einfach nur ein Sprachrohr sein. Und du weißt aber, jetzt bist du noch, jetzt wärst du der echte Steiger, ja? Aber du weißt, wenn du nächstes Jahr den Kampf gewinnst, alle Kameras auf dich, ja? Meinst du nicht, du könntest dann das aus dem gleichen Aspekt machen, auch für die Sache, Muhammad Ali mäßig? Das ist doch eigentlich ein ganz korrekter Move. Wie Tupac gesagt hat, man muss erst den Atzen tanzen beibringen oder irgendwas, hat Bia Schätzen zitiert, dann die politische Sache. Und ich würde, wenn du jetzt zum Beispiel voll der Erfolgreiche wärst, auch ein gutes Händchen bei Geld hätte, Steiger, nein, bei irgendwas, du bist ja erfolgreich jetzt, aber das ist schon, was du bist. Aber wenn du das viel mehr... die Meinung noch mehr pushen willst, indem du dieses Sprungbrett zum Kampfsport nimmst, im Ring gehst, den Champions K.O. schlägst. Mit 45. Du weißt doch jetzt, was ich meine. So, dass ich so einen Fokus was haben, ist doch was Gutes. Es ist ja überhaupt keine Frage, nur dass er da etwas Gutes tun möchte, ja, und einfach auch so ein Beispiel für Spendenbereitschaft oder sowas sein möchte. Hat es mit Spenden in Konfrontation gebracht, ja? Das ging auch um Spenden oder so, wie? Finde ich schwierig, weil ich meine, was will er denn damit zeigen, dass man kein Verlierer sein darf? Und das ist eigentlich irgendwie die Kernaussage, die ich im Endeffekt grundsätzlich kritisiere. Wir müssen doch irgendwie eine solidarische Gemeinschaft aufbauen. Klar, man muss kämpfen. Nicht eine Gesellschaft von Superhelden, ja, die da irgendwie als strahlende Sieger und als so, und ich verteile jetzt hier die Almosen, sondern es geht ja darum, dass man es genau umdreht, dass man diese Art von Helden gar nicht mehr braucht. Okay, das ist jetzt das Idealdenken, wie eine friedliche Welt, wo mein Sohn mit offener Tür schlafen kann. Ja, das wäre zu schön. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, gut, oder von fremden Süßigkeiten annehmen aber darf. Aber anders als gemeinschaftlich werden wir diese Scheiße hier nicht mehr in den Griff kriegen. Es wird keine Superhelden geben, es wird auch keine Supermaschine geben, die uns retten wird. Es ist einfach nur so, dass wir gemeinschaftlich etwas aufbauen können oder uns endlich entschließen können, wir müssen das Ding hier gemeinschaftlich so regeln, dass alle was davon haben. Du, ich halte es für ein ganz tolles Denken, jetzt ohne Hand auf Herz, Steiger. Finde ich toll, was du sagst, und ich finde es für ein Wunschdenken. Es ist ein Wunsch. Steiger, guck mal, es ist zum Beispiel auch, nachts ist es schön im Gemeindepark, hier bei mir vorne. Ja, weißt du, was ich meine? Da sind Tiere auch nachts, die kannst du beobachten und so. Wenn wir beide einen Joint rauchen nachts, ist es ganz gemütlich, okay, die zu beobachten. Hör doch mal zu. Ja. Entschuldigung, Bruder, ich wollte nicht unhöflich sein. Aber weißt du, wenn du jetzt sagen würdest, wir lassen unsere Kinder, du bist auch Vater, ne? Wir, die das auch mal gehen und die sagen, Papa Steiger, Papa Boogie, können wir in den Gemeindepark gehen, wir wollen die Tiere nachts angucken. Das wäre ein Wunschdenken zu sagen, ja, könnt ihr. Aber wir wissen, wie die Welt ist. Und solange einer da draußen ist, der noch ein Hurensohn ist, wird es nicht funktionieren. Das ist zu ein großes Risiko. Und so viele Leute werden sich nicht dran halten, weil die gar nicht so einen Horizont haben, sich damit zu beschäftigen. Also, Du bist sehr, sehr... pessimistisch? Nee, du bist sehr, sehr eingeschränkt auf dieses Thema irgendwie, also gerade auch mit diesen Kinderständern. Also das gab es... Nein, zum Beispiel... zum Beispiel schon, das gab es schon immer und das ist wahrscheinlich, also der meiste Kindesmissbrauch findet in Familien statt übrigens. Ja? Also das muss man halt einfach auch wissen. Also so der herumschleichende Kinderständer, das ist eher... Na gut, vor zwei Monaten wollten sie hier eine Straße weiter ein 60 ins Auto ziehen.
Berlin. Gibt's? Bei mir war die Mordkommission letztes Jahr, ja, weil sie haben hier einen Kioskbesitzer abgeknallt. Ja, bei einem Pädophilen, der hat 3 Jahre gesessen. Das ist sehr existent. Gibt's garantiert so. Aber worauf ich hinaus will, ist irgendwie so, also die Menschheit ist deshalb eine relativ erfolgreiche Spezies. Jetzt wirst du wieder sagen, nein, die sind gar nicht so erfolgreich. Doch, sie sind biologisch gesehen, sind sie sehr erfolgreich, die Menschen, weil sie zusammenarbeiten können. Ja? Nur deshalb. Und auch die Pyramiden wurden im Endeffekt in Gemeinschaftsarbeit errichtet und nicht, weil irgendein Pharao das gesagt hat. Alles, was wir sehen heute an großen Bauwerken oder an großen menschlichen Leistungen, ist die Leistung von vielen, vielen Menschen. Na klar, aber es gibt auch Bauten auch, es ist auch nicht ein, weil Hitler es wollte. So, ja gut, aber es haben trotzdem ganz viele Leute erbaut. Na, ja? Ja, aber guck dir mal zum Beispiel, wo die Fußball-WM war, da in Katar. Wie viel? Das wird auch erbaut. Kommt noch, ich bin hinterm Mond. Aber ich habe. Ja, zurück in die Zukunft, Baby. Nee, weißt du, ich meine, das ist auch so ein erschreckendes Beispiel für mich, dass da Sport gibt, eigentlich die Völker, das wird mit Zwangsarbeit aufgebaut. Deswegen möchte ich dir da widersprechen, dass nicht immer mit den Menschen, dass die Menschen oft auch gezwungen werden. Ja, die Menschen. Was sollen die denn dann machen, die aus dem Knast dann gekommen, aus den armen Dörfern, die mit Knarre da reingebracht werden? Heute werden sie halt irgendwie mit Geld gezwungen oder aus Geldnot herausgezwungen, diese Scheiße zu machen. Mit dem Gewehr. Früher wurden sie halt mit dem Gewehr und mit der Peitsche gezwungen. Nichtsdestotrotz ist immer dieser Fokus auf diese eine große Figur, die das anscheinend erbaut hat. Das stimmt halt nicht. Auch ein Steve Jobs zum Beispiel, der entwickelt. Wer ist das bitte? Steve Jobs ist der Apple-Typ, den alle verehren wie irgendein Guru. Ja, du bist ja Windows XP, ich weiß. So, den verehren die wie ein Guru und der hat das iPhone erfunden und so weiter. Bullshit. Natürlich hat der nicht alleine das iPhone erfunden. Das haben ganz viele Leute um ihn herum. Das sind Netzwerke und so weiter. Und das muss man einfach verstehen. Wir können alleine gar nichts. Gemeinsam sind wir stark. So das sieht's ist aus. Baby, weißt du was? Das ist wie ein Finger. Guck mal. Der ist schwach alleine, der ist schwach alleine, der ist schwach alleine. Ja, mach ihn zusammen. Das ist diese Faust. Aber du weißt es doch. Ich meine, so war das doch auch. Ich meine, man kann nicht alleine eine Straßenbahn umkippen. Da braucht man schon ein paar andere Leute dazu. Ja, Kult. Schön die Straße schlagen, wegen meiner Verhaftung. Die Bullen sind nur zu 6. Wir sind zu 30. Wir holen Boogie raus. Das war gut. Traumzeiten. Steiger, was? Aber auch das. Ja, wir sind 30. Digga, ich bin voll der Teamplayer. 6. Bei mir ist so, die Sachen, die ich kann, kann ich perfekt. Nein. Aber habe bei manchen auch große Defizite. Ich profitiere sehr oft von Teamgeist. Nur, cool. Das tun wir alle. Gott, schöne Worte. Steiger, was hast du als letztes? Was pumpst du so? Mach mal Prozentzahlen. Französisch nehme ich einfach an, Amerikanisch und Deutsch. Was pumpst du? 50 Ami, 25 Deutsch, 25 Französisch, schätze ich so. Oh, nee. Oder was? Erzähl doch mal, was also, du. Ich höre tatsächlich eigentlich am meisten immer noch Deutschrap. Schön. Was hörst du zurzeit? Ganz was du hörst. Also Waving the Guns finde ich cool. Wie bitte? Waving the Guns, die kennst du wahrscheinlich gar nicht. Die sind Waving, weißt du? Die Waffen schütteln in der Luft. Okay. Waving the Guns, die sind so aus Rostock, die sind ganz cool, sind aber auch so Zecken. Punker-Pack, widerlich. Punker-Pack, aber die sind echt sehr, sehr cool. Weil ein Song, und ich werde es jetzt immer wieder sagen, also ein Song, der mich dieses Jahr wirklich tief beeindruckt hat, war diese KMN-Gang, Kokaina. Ey, KMN-Gang hat mir mein Partner Daud gezeigt hier. Ja, ich feiere die ja so krass auf. Für die Familie, Dealer und Spiele, für die Familie. Die sind schon lustig, die Ärzte. Die machen geile Texte, die machen gute Musik, aber nicht diese scheiß Texte. Die haben auch Hammer-Texte, ich feiere die auch. Ja, KMN-Gang. Das ist auf jeden Fall halt auch wirklich, wirklich interessant, so quasi, wie die Musik einsetzen, wann da der Break kommt und so weiter und so fort. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Fand ich, ja, gut. Fand ich auf jeden Fall, voll geil. Ja. Cool. Das waren so die Sachen. Erstmal hier an der Stelle möchte ich mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Mein Gaspass ist rausgekommen hier und ich will dir erstmal einen schenken. Das ist ein Gaspass, weißt du, das ist überall, wo ich Gast war, zusammengepackt. Ey, geil. Ne? Geil, ey, aber da hätte ich dich nicht erkannt, Alter. Na, weil da mache ich den Moonwalk, nackt. Ein Ohr. Ja, aber mal ganz ehrlich, warum hast du denn dieses Foto ausgesucht? Das siehst du überhaupt nicht. Ach doch, da erkennt man dich wieder. Geil, Scheiße. Gut. Ja. Gut, dann freue ich mich. War es das jetzt schon? Nein, ich wollte dich noch was ganz anderes mich erstmal bedanken. Okay. Oh, willst du gehen? Nee.
Nee? Nee. Also erstmal würde ich mal, aber hier ist gerade Sperre, einer muss mal einen Joint bauen, liegt hier noch ein Joint? Nee. Ist okay, mach ich mal gesund heute. Steiger, ich muss mich mal bedanken. Du hast mich letztes Jahr ja für einen Award verliehen, für mein Lebenswerk. Hast du mich ja ausgezeichnet. Auf jeden Fall. Erstmal danke, Bro. Bist ein Freund von CB4. Spaß, nee, geil. Ja, habe ich mich gefreut. Ja, ist auf jeden Fall. Ich meine, also jemand, der so lange so authentisch am Start ist und so, das ist schon echt. Macht ja auch Spaß. So. Du weißt, eigentlich bin ich, guck mal, ich bin genauso authentisch wie Arzt, du, wie alle, wie Savage oder so, ja. Nur ich bin halt der Einzige von den Gangstern, der authentisch ist. Das zählt man mir hoch immer an. Ansonsten habe ich ja nicht andere Werte als ihr. Nur, dass ich halt ein Gangster war, bevor ich Gangster-Rapper war, ist der Unterschied. Und das eher einfach, von mir gibt es viele, weißt du. Nur ich bin der Einzige, der rappt halt vielleicht. Oder einer, der wenigen rappt. Es gibt ja auch ein paar gute Jungs, die rappen. Die vergesse ich jetzt. Aber ich will ja auch immer mich nicht zu brüsten jetzt. Aber ich finde das nett, dass du das sagst. Aber du gehst wieder auf Tour jetzt, ja auch. Ich war noch nie auf Tour. Aber ich war noch nie in meinem Leben auf Tour, nicht auf die Tour. Arzt hat mir die Möglichkeit gegeben, aufzutreten. Okay. Ich war bei diesen beste Deutschrap-Party ein bisschen, hatte die Möglichkeit, ich probiere gegen mein Image zu arbeiten, dass sie sehen, ich war letztes Jahr auch ein paar Gigs machen, dass sie erstmal sehen, so, dass ich wieder professionell bin und keine Gewalt und die ganze Scheiße, die einen immer begleitet, wegen den 90er Jahren noch, die kriege ich immer noch zu hören und probiere mich gerade sehr professionell irgendwie darzustellen. Ist das immer noch so ein Problem? Oder ja, ist das ein Problem? Ich hab dicker Steiger durch den Alkohol. Wie oft hast du mich denn schon erlebt, da ich nichts mehr habe? Selbst, weißt du, was ich meine? Weißt du, du hast mich auch schon oft erlebt. Früher war ich sehr sorgt out, sag ich mal, immer sehr viel Schnaps immer gleich schon früh. Und der hat dich immer kaputt gemacht. Ja, Alkohol ist Gift, großer für mich. Auch bei den Gigs, ja, ich habe dann mal gemerkt. Bist du so ein Schaltertrinker, dass du dann so. Digga, ich habe jetzt Monate nicht getrunken oder wochenlang nicht getrunken, aber wenn ich einen Schluck trinke, trinke ich durch. Tagelang. Und dann komme ich auch wieder auf andere schlechte Sachen und bekomme mir gar nicht, mir geht so viel besser. Und, aber was macht dich so aggressiv? Weiß ich nicht, vielleicht das ist jetzt auch sehr psychologisch, müsste man jetzt darauf eingehen oder so, man outet sich vielleicht, aber nicht aggressiv, aber man, ich kann auch einfach nichts. Letztes Mal war ich beim Taktlos-Konzert mit aufgetreten, das erste, was Sido auf der Bühne sagt, ich glaube nicht, dass Boogie das noch schafft, sagt Sido zuerst. Taktlos sagt, jetzt kommen die Legenden, Isa, zählt alle auf, dann kommt Sido, sagst du, ich glaube nicht, dass Boogie das noch schafft, was, einfach der recht, ich bin dann Backstage, auf einmal also geht die Show los, mein Taktlos, ja. So besoffen, Digga, erstmal eine Minute über Flairs Mutter gefreestylt, ja, unfassbar, und dann, komme ich irgendwann auf die Bühne getrocknet mit Mike und dann, ich gebe da nur 50%. Das ehrt mich, wenn ich noch Props bekomme. Das heißt, ich bin ja gar nicht so ein schlechter Musiker, aber ich fahre 50% und ich muss immer einen klaren Kopf haben. Ich performe, ich mache es immer live, seit neuestem auch manchmal ohne Backup und du weißt, es ist anstrengend. Das kennst du von den Jungs, die du begleitet hast oder du warst ja auch schon auf der Bühne. Nee, schwer. Ich kann ja leider gar nicht. Guck mal, Alkohol spielt dir immer vor, dass du irgendwas gut kannst, aber im Endeffekt verarscht es dich. So ist meine Meinung. Ich verurteile keinen, der es noch macht, ich mache es auch noch ab und zu, aber ich will eigentlich, ich würde am liebsten, dass es gar keinen Alkohol auf der Erde geben würde, dass ich nie wieder in Berührung komme. Aber wer es braucht, ich rauche Weed, der eine macht das, der eine macht das. Ja, ist ein bisschen. Jeden das seine. Ja, Mann. Ja. Gut, Steiger, ey, das war einfach mal Bombe, dass du hier warst. Du warst ja schon öfter hier. Heute sieht mich mal nüchtern. Steiger, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Wünsche ich dir auch, ja. Schaltet ein, meine gemeinsame Radiosendung mit Mauli. Samstags 11 Uhr schaltet geht's ein. Ab. Haterei. Wo Hateration. Kann man dich kontaktieren für die Hass-Tiraden, die man hier schreiben will? Da kannst du mich kontaktieren. Ansonsten steiger@royalbunker.de einfach immer E-Mail schreiben oder Facebook. Ja, so viel Hurensohn, wie ich in den letzten Wochen gelesen habe, geht auf keine Kuhhaut. Resistent ist man dagegen. Ich lösche einfach nur noch. Weißt du, was ich mal mache? Ey, du lachst zwar, Steiger, weißt du, was ich mal mache? Letztes Mal richtig Internet-Rambo. Ich war im Osten, am Wochenende geschlafen im Studio und alle haben schon geschlafen. Ich bin noch wach und ich lese so, bin ich schon so. Dann mache ich mir letztens ein Spiel mit dem Internet-Rambo.
So schreibe ich ihn seine Freundin an. Ich gucke ja immer, wenn die Internet ran muss, ob Mütter, Töchter, irgendwas was haben, die Tochter über 18 ist, die kriegen so, weißt du so, so dann immer die Frau anschreiben und dann schreibe ich die so an. Ey, erst so ein bisschen so anlagern, dann meint sie, ey, das ist gerade mein Freund, hast du durchschaut? Ich sag, ey, du lebst doch gerne und so, ihr habt doch ein schönes Leben, warum schreibt dein Freund wild fremde Leute an, bezieht die als Huren und so, ihr wollt ihr nicht gerne leben. Und dann war es immer noch frech, habe ich die Angst gemacht, die wollte es dann zum Bild schicken. Die hatte richtig Angst. Ich kann mir auch eine Fotze, so psychologisch gar nicht so schlecht, haben sich an die Internet-Rambo Angst gemacht. Das sind echt Wichser, Alter. Steiger, bleib wie du bist, pass auf die Aufkehler. Das war Marco Steiger und Bugin Herzenskeeper, TV Straßensound. Peace. Aber so, ich feiere das, dass sich die Leute überhaupt Mühe machen, sich hinsetzen, sich mit Mühe beschäftigen, auch aufs Übelste mich beleidigen, so. Wenn es darum geht, so Rap sich zu geben, so, um inspiriert zu werden, so, dann höre ich mir Flair zum Beispiel an, so. Weil ich weiß nicht warum, aber für mich hat Flair dein Verhältnis zu Savage so Respekt, so, weißt du, ich habe nichts gegen den Typen, so. Also, wie gesagt, das Ding hat sich jetzt gegessen, so, wir haben uns auch mal ausgesprochen, wie wenn ich jetzt Hanks treffen würde und sagen würde, so, ey, du hast mit Agent Track gemacht, ist mir scheißegal, dass das gemacht hat, ist mir egal, so, weißt du. Agent? Ja, genau, so halt auch so ein komisches. Ach, da hast du Streifen, Agent ist ein Hobby von mir. Und du weißt, in der Zeit gab es kein Bushido, da gab es Tape Kings und da sind die halt alle angekommen, Sido, Mido wollten, wäre cool, wenn die ein Album draus machen würden, so, Fick Mock. Feier ich, Alter. Ich mache bei NMK mit. Ja, jeder, der Fick Mock ein Album macht, so, ich würde sogar mit ihm aufs Cover gehen. Vergiss mal diese Graffiti-Soko. Das sind ein paar Freaks, ein paar Kanacken, ich kenne die auch so. Ich laber mit denen so, ich weiß ganz genau.